Start ist vorgegeben für die Junioren ab Klasse. Die machen sich als Fußes bereit. Und live von den Kajos aus Grimmen hat die Führung übernommen. Kajo Racing Team Grimmen live mit der Startnummer 537. Auf Platz 1 unterwegs, die Führmäuse auf der 2. Stocker Team Rodin auf der 3. Auf der 4. Und dann die Bühler mit der Tunis auch noch mit dabei. Das sind die vorderen Plätze hier im Feld der Junioren-Trabantfahrer, die unterwegs sind. Kann das Fahrzeug von den Wühlmäusen auf der Außenbahn vorbeigehen am Cario Racing Team? Das ist die große Frage. Live hält noch dagegen und behauptet hier erst einmal den ersten Platz. Die Wühler sind ausgeschieden. Nicht mehr mit dabei. Cario Racing Team immer noch vorne unterwegs auf Platz 1. Die Wühlmäuse immer noch auf Platz 2 positioniert. Startnummer 698, Niklas Balz lässt nicht locker. Er reißt vielleicht immer wieder an, der hier im ersten Lauf schon mit einem zweiten Platz vorliegen musste, nachdem der PR-Stall an ihm vorbeigezogen ist. Hat er jetzt die Wühlmäuse nach dem Sieg zeitgleich im ersten Lauf überhaupt nicht zurecht damit, weil sie technische Probleme hatten. Sie versuchen jetzt natürlich noch einmal alles. Souveräner Sieg für die Kajos aus Grimmen, Platz 2 für die Grimmen, auch 3 Stocker Team Rodin hier in diesem Lauf, 4. Platz für die Pomeraner Eisenscheune mit der Startnummer 265, Philipp Wendt, dann kommt Swan Rolock hier auch noch über die Ziellinie gefahren mit dem entsprechenden Fahrzeug. Lisa Marie ist das mit der Startnummer 601 und auch die Teufel sind noch mit dabei, den Cindy Buchholz. Zweites Rennen, Sarah Müller ist dabei, Racing Team Abitur, Patrick Holz, die Teufel,